Haustiere sind viel besser als diese doofen Motten. Motten nicht doof! Oh, da seid ihr ja, Mottileins. Ja, aber diese Tiere gehören dir nicht. Du kannst sie nicht einfach nehmen. Kann und hab ich. Mozuki hat sich meine Haustiere gekrallt, also nehme ich die von anderen. Motten Mozuki gewählt? Tja, diese Haustiere wählten mich. Ist doch so. Ich sagte, ist doch so. Nein! Hör auf! Das sind unsere Seelentiere. Wirklich? Das tut mir leid. Ich konnte keine Elefanten oder Schimpansen finden. Mozuki-Motten-Haustiere viel besser als doofe Luna-Haustiere. Haha, von wegen. Luna gemein. Mozuki will alle haben. Mehmet und lebe auf Mond. Ah! Hey! Rhino!
von Mozuki. Gecko, es geht mir gut. Wir lassen dich nicht zurück. Gib mir meine Haustiere wieder, Mozuki. Tut, was Mozuki sagt und kommt für immer zum Mond. So viele super Haustiere, alle für Mozuki. Wie kommen wir hier nur raus? Wir hätten uns schon viel früher mit unseren Seelentieren verbinden sollen. Leine, höre mich. Hilf mir. Kraft der Katze, hilf mir. Grauer Vogel, höre mich. Hilf mir. Bereit? Super Katzensprung! Festhalten! Oder vielleicht auch nicht. Geht's euch gut? Labortastisch! Passt auf! PJ Robo gar nicht gefallen. Jetzt funktioniert keines unserer Fahrzeuge mehr. Aber das Labor auch nicht. Kommt mit! Wir haben es geschafft. Das Labor ist von der Straße. Hey! Romeo, was machst du da? Ihr seid mir immer im Weg. Aber dank meines genial ausgeklügelten Plans kann ich euch jetzt benutzen. Es könnte mit etwas Supertempo und starkem Griff funktionieren. Und vielleicht auch mit ein bisschen Superwind. Gürtelwölfis, bindet sie fest! Hey! Hey! Das kitzelt! Liebe Klatscherseil, das habe ich neulich auf dem Rätselberg gefunden. Jagen wir noch mehr Bösewichte! Die sollen uns Wölfis kennenlernen! Was ist mit dem Pyjama-Helden? Wir sollten vielleicht nachsehen, ob es ihnen gut geht. Vielleicht? Wie wär's mit auf der Stelle? Gürteltil, warte! Komm gleich wieder! Bleibt, wo ihr seid! Weit und breit kein Bösewicht zu sehen. Wo bleibt die Action? Du hast gesagt, das würde Spaß machen. Stimmt doch gar nicht. Ich hab gesagt, Helden müssen für Ordnung sorgen. Heute und auch morgen. Ja, ja. Sorg du lieber für einen Schurken. Oder wir sind raus. Na gut, ich spiel den Schurken. Aber ihr braucht mehr Klebeklatscher. Okay, dann roll mal los. Ameisenbärchen. Sollen wir ihn vielleicht befreien? Oder wir fahren rüber ins Hauptquartier. Helden brauchen doch eigentlich eine Zentrale, oder? Ganz schön fest, dieses Seil. Denen sollte man eben nichts glauben. Sie haben uns Schurken außer Gefecht gesetzt. Also haben sie ihre Sache doch ganz gut gemacht. Superkatz-Tempo! Wir brauchen Verstärkung. PJ Robo, bitte komm! Wir brauchen Hilfe. Du musst uns sofort reinlassen. Öffne die Katzenklappe. Hör, wie der berühmte Catboy mit seiner, Sandpfote an die Tür des Hauptquartiers klopft. Überraschung!
Hätte nicht gedacht, dass in der Wolfskarre so viel Platz ist. Ja, fahren wir. Jip, jip, jau! Das Eulenmädchen glaubt mir nicht. Puh, ich habe sowieso eine viel bessere Idee. Oh, oh, wie halten wir die jetzt auf? Ich finde den echten schon raus. Eulenaugen! Kalt. Kalt. Kalt! Kalt, nein, kalt! Eulen, flieg langsamer. Mir ist schlecht. Es muss eine andere Lösung geben. Du fliegst zu schnell. Ich habe keine Wahl. Nein! Ah! Flatternde Federn, mein Eulengleiter. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Ja, wir wissen nämlich auch viel. Zum Beispiel, wie man Unfälle vermeidet. Nicht so schlimm. PJ Robo repariert ihn. PJ Robo! PJ Robo, wo bist du? Er antwortet sonst sofort. Das ist nicht gut. Und das passiert genau in der Nacht, in der eine Eismaschine verschwindet. Sie ist in Romeos Labor, das weiß ich genau. Ihr seht nach PJ Robo. Bis gleich. Ja! Ja! Auf die Plätze. Fertig. Wiedersehen, Baubaus. Das Rennen beginnt und ein unglaublich gut aussehender Gentleman übernimmt die Führung. Hey, danke, Romeo. Aus dem Weg, Nachtniete. Zur Seite mit dir, du Mottenkugel. Bis später, Kitzekätzchen. Verzeihung, ich muss mal vorbei. Fröhliches Blitzen. Wow! Du machst das toll, Catboy. Betrüger, da gibt es nur eine Lösung. Ihnen hinterher und überholen? Ich zahle es Ihnen mit Ihren eigenen Waffen heim. Betrügen? Das darfst du nicht. Helden spielen fair. Du brauchst nur dein Können. Es wird kein richtiges Schummeln, versprochen. Gebt acht, kleine Seeräuber, und macht schnell. Diese Kanäle gehören dem Ninja-Piraten. Und nur ihm. Oh, wie ich es liebe, auf diesen Holzplanken zu gehen. Die Meeresbrise auf meinem maskierten Ninja-Gesicht. Ich weiß, es ist ein stinkender Kanal und keine Pirateninsel. Wir dulden keine bösen Piraten in diesen Stadtkanälen. Jaha! Sie gehören mir, hört ihr? Niemand passiert hier, ohne eine Silbermünze zu löhnen. Feuer! Ah, Wasser! Alles okay? Ja, bin direkt hinter dir, Eulette. Ich meine, Kapitänin Euli. Keine Sorge, Schiffskatze. Bleib einfach hinter uns und sammel alle Ninjas ein, die uns in die Falle gehen. Ha, hier! Ah! Es bläst ein Eulenflügel weg! Oh, oh, ja.
segeln bei Nacht, mal Luft, mal Leer. Singen fröhlich Ei, Ei und dann Hey, Hey, Hey. Wir besiegen die Ninjas auf hoher See. Die bösen Piraten, Yippie-Aye. Ich habe gereimt. Hey! Was führen diese Ninjas im Schilde? Sie geben zu schnell auf. Sie locken uns weg, während sie etwas anderes vorbereiten. Seht, der Himmel klärt sich auf. Wir sollten den Pfad überspringen und direkt zum Gipfel gehen. Ja, bei all den Fallen kommen wir sonst nie dort an. Ich mach das. Super Eidechsengriff. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Keine Sorge, ich helfe dir. Okay, Leute, ich kann das nicht ewig halten. Ich starte in 3, 2, 1. Jetzt schlag mit den Armen, wie ein Vogel. Hey, ich glaube, ich hab den Dreh raus. Okay, jetzt ich. Die Landung. Kein Ding. Katzen landen immer auf den Füßen. Moment, Katzen können nicht fliegen. Wie soll ich landen? Keine Sorge. Ich hab dich. Und? Wie gefällt dir das Fliegen? Ich bleibe lieber beim Laufen. Aufgepasst! Super Eidechsengriff! Das hat doch gerade so richtig Spaß gemacht. Naja, wenn du meinst. Jetzt lasst uns nachsehen, was Nachtninja vorhat. Aha! Das muss der Platz sein, wo früher der Drachengong stand. Huh. Ha! Stellt ihn genau hier ab, Ninja Linus. Ein wenig nach links. Jetzt wieder nach rechts. So, perfekt. Da sind sie ja. Der Wind ist zu stark. Ich kann nicht fliegen. Ich brauche deine Hilfe, alter Freund. Zu sehen. Oh! Halte durch, ich rette dich! Wow! Stein, ich brauche deine Hilfe. Oh! Oh! Ziemlich coole Rettung. Hey, danke. Oh! Gecko! Fest. Oh, mach ich. Super Eidechsengriff fest. Wow. Ich weiß zwar nicht, wer du bist oder wie du das gemacht hast, aber danke. Ein Dank ist nicht nötig. Ich habe nur einen Gefallen zurückgezahlt. Einen Gefallen zurückgezahlt? Warte. Wer bist du? Verschwenden wir keine Zeit. Auf dem Gipfel gibt es Ärger. Und der Ärger heißt Nachtninja. Wir können helfen. Nein, das ist mein Kampf. Geht zurück in eure Welt. Ihr gehört nicht hierher. Jip, jip, war da
deine Bewegung richtig? Natürlich. Du bist falsch gelaufen. Mach's nochmal. Schneller. Halt! Zurück mit euch. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Keiner hat was von aufhalten gesagt. Wenn ihr zum Berg wollt, ist das okay. Aber tut bitte nichts Böses. Was? Andersherum. Bitte sehr. Und denkt daran, der Rätselberg ist für alle da. Nein, nur für die in unserer Gang. Das ist jetzt der Wölfiberg. Ich zuerst. Nein, ich. Ich auch. Ich glaube, Sie haben das mit dem für alle nicht verstanden. Los, komm! Niemals! Das ist mein Berg! Meiner! Schlitternde Schlange! Super Gecko-Muskel! Wolf-tastisch! Perfektes Versteck! Ich nehme das obere Bett. Ich meine, den oberen Stein. Wir platzieren uns hier und halten alle auf, die hier hochkommen. Hinterlasst überall Pfotenabdrücke. Schreckt sie mit unseren Reviermarkierungen ab. Wie wär's, wenn ihr sie einfach anheult? Au! Oh je, Mine, da ist ein Wölfi drin. Ein großer Böser. Leute, das ist nur ein Echo. Das ist ein seltsamer Name für einen großen, bösen Wölfi. Nein, wenn man einen laut macht und der zurückschallt, ist das ein Echo. Ich hab's aus einem, wie nennt man das? Oh ja, einem Buch. Wolf, glaublich. Sprechende Höhle, heulende Höhle. Hä? Katzenohren! Folgen wir ihnen! Wartet! Wenn der Ring auf dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hol ihn! Ein Kinderspiel! Plan B? Das war Plan B. Zurück zu Plan A. Folgen wir den Ninjas! Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit... Nachtninja entkommt uns. Wir lassen die Geländebikes hier. Gehen wir. Eulenaugen! Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen. Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor. Wer weiß, was für Kräfte Nachtninja bekommt, wenn er als Erster den Ring hat. Du kannst darauf wetten, dass ich ihn als Erster kriege. Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt. Und bis dahin, beschießt sie! Super Gecko-Schilde! Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben. Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung. Schau mich nicht so an. Wir kommen zurück und holen dich. Höchstwahrscheinlich. Wo sind sie lang? Also dann hinauf. Catboy, warte! Der mutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel. Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören. Was ist das? Ich stimme euch zu, meine Ninjalinos. Armes Eidechslein. Dann mal los. Ninjalinos! Sie brauchen mich nicht. Das schaffen Sie locker. Ich habe hier sowieso noch eine Menge zu tun. Hey, ich bin ja schon fertig. Das war's mit den Klebeklatschern nach Ninja. Das Sitzel mit Grummeln bringt den Berg zum Beben. Wird schon nicht so schlimm sein.
Was ist da los? Euer kleiner grüner Freund hat alle meine Klebefontänen verstopft. Aber wenn der Berg Klebe klatschen muss, muss er Klebe klatschen. Was soll das heißen? Mögt ihr gigantische Vulkanausbrüche, bei denen so viele Klebeklatscher den Berg runterfließen, dass sie die ganze Stadt überfluten? Nein? Dann wird euch das nicht schmecken. Eidechsenfuß hat mir einen Gefallen getan. Da wäre ich nie drauf gekommen, obwohl ich böse bin. Gecko! Keine Angst, Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Passt auf! Nein! Reiß dich zusammen. Du bist gut. Du bist der Beste. Und du schaffst das. Ich krieg dich schon, Romeo. Ach, komm schon. Du kannst mich nicht fangen, kleiner Frosch. Doch, kann ich. Wart's ab. Oh nein, wenn ich mir vorstelle, was das alles anrichten könnte. Netter Versuch. Leider entspricht dein Eidechsen-Schwimmstil nicht den Anforderungen. Ach, findest du? Vielleicht solltest du lieber Wände hochklettern. Wirst du schon müde? Armer kleiner Zitteraal. Kapiert? Du zitterst ja schon. Ich werde dich aufhalten. Du nennst dich einen Anführer? Ich dagegen werde mit meiner Leichtkrautkraft die Welt beherrschen. Nein! Und deine Freunde, die dumm genug waren, dir zu folgen, werden für immer in der Höhle festsitzen. Gib nicht auf. Nichts kann den Meister der Tiefe aufhalten. Was? Wo kommt diese Kraft her? Ich